Mitten in Europa, in den zerklüfteten Bergen der Tschechischen Republik, steht ein bewaldeter Hügel inmitten einer einsamen Landschaft mit malerischen Sandsteinfelsen. Und genau an diesem Ort sprechen die Einwohner von der Existenz eines Spaltes mitten im Felsen, der bis in die tiefste Region der Erde reicht. Seit der Antike gilt Hauske als rätselhafter Ort und früher hüteten sich die Menschen, den Wald aufzusuchen. Man sagt, die Spalte reiche bis in die Hölle selbst und aus ihr kämen nichtmenschliche Wesen, die als dämonische Hybriden beschrieben werden. Eine Mischung aus Mensch und Tier. Und es ist sogar die Rede von Wesen mit dunklen Flügeln, die einst über die Umgebung flogen und unter den Bewohnern des Ortes schreckliche Panik auslösten. Da man befürchtete, dass diese nichtmenschlichen Wesen, die in den Tiefen der Erde leben, unsere Welt heimsuchen würden. Deshalb baute man genau dort eine Burg, um den Eingang zu versperren und diese dämonischen Wesen daran zu hindern, aus der Unterwelt hervorzukommen. Der Legende nach ließ Prinz Slavibor sie Ende des 9. Jahrhunderts für seinen Sohn Husek, den Bruder der heiligen Ludmila, errichten. In der grünen Kammer der Burg sind prächtige Wandmalereien aus der Renaissance zu sehen, von denen eine die Prinzessin darstellen soll, die heilige Ludmila, die angeblich übersinnliche Fähigkeiten besessen hatte. Man sieht, wie ein riesiger Felsbrocken in die Burg eindringt und sogar das zweite Stockwerk erreicht. Burg Hauska wurde im 13. Jahrhundert auf einer Festung errichtet und befindet sich in der Gemeinde Blatze, in der Region Liberec in der Tschechischen Republik, etwa 47 Kilometer nördlich von Prag. Im Inneren befinden sich unter anderem eine gotische Kapelle, eine grüne Kammer mit spätgotischen Malereien und ein Rittersaal. Obwohl sich die Historiker nicht einig sind, wer sie erbaut hat, wird angenommen, dass sie zwischen 1280 und 1290 von Gingis von Dube errichtet wurde. Einige sagen, dass sie von König Jemisel Otakar II. Zu Beginn seiner Herrschaft gegründet wurde. Das Gebäude wurde um die gefürchtete Felsspalte herum gebaut und zur Sicherheit wurde eine Kapelle über dem Loch errichtet, um zu verhindern, dass die bösen Monster aus dem Erdinneren in die Welt der Menschen eindringen. Die Kapelle ist dem heiligen Michael gewidmet, der auf einigen Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert dargestellt ist. Volkslegenden zufolge starben zu Beginn des Baus mehrere Arbeiter und als der König davon erfuhr, wollte er wissen, was im Inneren des Felsspaltes vor sich ging. Er versprach, den zum Tode Verurteilten, sie zu begnadigen, wenn sie an einem Seil hängend in das finstere Loch hinabsteigen und nach ihrer Rückkehr alles erzählen würden, was sie dort unten gesehen hatten. Der Legende nach begann der erste Gefangene, sobald er hinabgestiegen war, vor Angst zu schreien, sodass man ihn sofort wieder herausholte. In dieser kurzen Zeit waren seine Haare ergraut und sein Körper war um 30 Jahre gealtert. Nach ein paar Tagen starb er, ohne ein einziges Wort über das Geschehene zu verlieren. Natürlich wollte nach diesem Ereignis niemand mehr hinabsteigen. Eines der Gemälde im Inneren der Burg hat große Verwunderung ausgelöst und für viel Gesprächsstoff und unterschiedlichste Meinungen gesorgt. Es zeigt eine linkshändige Bogenschützin, halb Frau, halb Ungeheuer, die ihren Bogen spannt, um einen Pfeil auf einen Mann zu schießen. Einige Historiker glauben, dass der mittelalterliche Maler mit der Wandmalerei die Inkarnation böser Mächte oder eine Art von Mutanten, die in den Chroniken als Unmenschen bezeichnet werden, darstellen wollte, die sich an diesem Ort tummelten. Andererseits gibt es ein Dokument aus dem 14. Jahrhundert, das die Geschichte des Dichters Kali Hünek Macha beschreibt, der eine Nacht auf der Burg verbracht und eine seltsame Vision hatte. Macha schreibt in seinem Brief, er habe eine Parade von Erscheinungen gesehen. Seiner Schilderung nach erschrak er, als er eine schwarz gekleidete Frau sah, die einen Kasten mit bewegten Bildern aus der Zukunft trug, die schreckliche Szenen aus Prag zeigten. Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Burg so befestigt, dass sie selbst für die damaligen Artillerieangriffe uneinnehmbar war. Kurze Zeit später brach der 30-jährige Krieg aus.
Hoska wurde daraufhin zu einem Zufluchtsort für die schwedische Armee, die von einem Kommandanten namens Oronte befehligt wurde. Doch schon bald begannen er und seine Männer, die umliegenden Dörfer zu plündern. Orontes Angriffe waren so brutal, dass die Kaufleute der Region, die seine Übergriffe satt hatten, ein Kopfgeld auf ihn aussetzten. Es dauerte nicht lange, bis zwei einheimische Jäger den rebellischen Soldaten zur Strecke brachten und die Belohnung von 100 Goldmünzen kassierten. Es heißt, dass Oronte ein Zauberer gewesen sei und in der Burg alle möglichen Rituale und schwarze Magie praktiziert hätte. Einige behaupten, Oronte in der Halle der Jäger gesehen zu haben, wo er Hexerei praktiziert haben soll. Dort wurde er von den beiden Jägern getötet. Niemand hat es gewagt, in diesem Raum zu übernachten. Im Jahr 1924 wurde die Burg Hoska von Josef Simonek, dem Präsidenten der Skoda-Werke, erworben. 1938 besetzte die deutsche Geheimpolizei Hoska, beschlagnahmte die Burg auf Befehl Himmlers und verwandelte sie in ein Lager zur Aufbewahrung für jüdische und freimaurerische Bücher aus den Hamburger und Berliner Bibliotheken. Zeitzeugen behaupten, dass Hoska während seiner Besetzung eines der Zentren für okkulte Experimente gewesen sein soll. Die Einheimischen glaubten damals, dass hochrangige Angehörige der deutschen Armee die Kräfte der Hölle für ihre Experimente nutzten. Sie sollten auch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und Rituale durchgeführt haben. Die Anwesenheit von SS-Angehörigen in Hoska lösten Gerüchte aus, dass alle möglichen paranormalen Experimente durchgeführt wurden, um die dämonischen Kräfte, die unter der Kapelle gefangen waren, zu bändigen. Die Burg soll auch ein Labor gewesen sein, in dem Nazi-Ärzte grausame Experimente an den Bewohnern der umliegenden Dörfer durchführten. Obwohl es keine Dokumente gibt, die diese Geschichten bestätigen, gibt es nicht wenige, die glauben, dass diese Burg nicht zufällig ausgewählt wurde. Es heißt, dass man sehr wohl wusste, dass dämonische Kräfte unter dem Gebäude hausten. Ein weiteres seltsames Ereignis ereignete sich während des kommunistischen Regimes. Die Chemiefabrik Spolana in Neratovice wollte in der Burg ein Sanatorium mit Hydrotherapie einrichten, aber seltsamerweise gab es in der Burg kein Wasser. Also begann man, einen Brunnen zu graben. Aber als man 270 Meter Tiefe erreichte, sprudelte hochradioaktives Wasser heraus und es wurde eine Freisetzung des radioaktiven Gases Radon festgestellt, sodass der Brunnen geschlossen werden musste. Die Burg Hoska wurde restauriert und 1999 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wir wissen nicht, ob die Legenden über diese Burg wahr sind oder nicht, aber es gibt Fakten, die ziemlich seltsam und überraschend sind. Zum Beispiel, dass es keinen Wasserbrunnen in der Nähe gibt, was für eine Burg eigentlich undenkbar ist. Die Burg verfügt auch über keine Küche und keines der Zimmer scheint ursprünglich als Behausung gedacht gewesen zu sein. Niemand kann erklären, warum sie nicht als Wohngebäude geplant worden war. Auch hat sie sowohl strategisch als auch militärisch gesehen keine günstige Lage. Und als wäre das alles nicht genug, ist der Innenhof der Burg auch noch so befestigt, als wäre er zur Abwehr von etwas erschaffen worden, das aus dem Inneren kommt, während die Außenseite des Gebäudes seltsamerweise unverteidigt ist. Heute gibt es keinen Mangel an Besuchern, die schwören, Geräusche aus dem Boden der Kapelle gehört oder unheimliche Schatten gesehen zu haben. So bewahrt die Burg noch immer seine geheimnisvolle Aura.